Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Dragon Friday. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir die Wolkentürme fertig gemeistert. Haben wir relativ gut hinbekommen. Oh yeah, kannst du uns helfen? Horden wilder Rhinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Ist das italienischer Akzent? Auf jeden Fall sind wir hier in Villa Sonne und ja, wir wollen dieses Level heute zusammen machen. Ich hoffe, wir kriegen es auch in einem Part hin. Sieht aber soweit ganz gut aus, okay. Als ob die weglaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hauen wir die Dullis hier erstmal weg. So. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Und ein Leben für Sparks. So. Oh, hier ist auch noch ein Edelstein. Hier noch was? Nee, ne? Nein, okay. Ist da oben was? Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Nein, okay. Na gut. Oh, das ist ein Frosch. Ich dachte, das wäre ein grüner Edelstein. Oh, super. Alles klar. Okay, was hast du denn zu sagen? Den beiden haben wir es gezeigt. Wenn sie nicht in der Überzahl gewesen wären, hätte ich sie schon lange erledigt. Alles klar, Bro. Okay, wir müssen hier nach oben. Hier gibt es auch, glaube ich, insgesamt wieder 6. Dracheneier zu holen. Okay. Oha, da oben sind ja auch noch Edelsteine. Oh. Dieser Rhinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Alles klar, danke dafür. Aber immerhin kriegt man den Tipp. Ja, ist ja gut. Hier ist ein Edelstein, hier ist ein Edelstein. Da gehen wir gleich weiter. Wir hauen erstmal dieses Gebiet weg. Ja, ja. Normalerweise ist es ja so, dass du im Level immer einen Gegner hast, den du rammen musst, und einen Gegner, den du mit Flammenatem wegpusten musst. Aber bis jetzt anscheinend noch nicht. Okay. Ist da Enter? Nix. Okay. Oh, und sieh mal an, was wir hier haben. Ein Drachenei. Hallo, Vanessa. Zum Teufel ist das hier? Okay, da können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen hier rauf, okay. Ist da hinten noch ein Edelstein? Nö, okay. Zwei Wege haben wir noch. Einmal hier oben lang. Genau. Und dann einmal gleich nach da unten. Oh, hier geht's ja auch noch lang.
Wofür bittest du mich dahin? Und da hinten sehe ich, glaube ich, ein Drachenei. Das ist ganz schön groß. Ja, natürlich. Hier gibt es ja auch noch Edelsteine, ist klar. Und hier nicht, oder was? Moment mal. Ah, ich dachte, da wären noch ein Edelstein gewesen. Okay, lasst mich kurz einmal schauen, wie wir das am besten machen. Wir gehen erstmal hier hin. Da gehen wir noch nicht lang. Wir gehen erstmal nämlich nach da oben. Da sind nämlich noch ein paar Edelsteine. Ich habe keine Lust, dass mir wieder irgendwelche fehlen. Dann darf ich wieder nämlich offscreen. Ja, ein bisschen sammeln und suchen. Da habe ich nicht allzu die größte Lust drauf. Okay. Also haben die Türen doch irgendwas anscheinend zu bedeuten. Okay. Wir müssen ja auch noch unbedingt das kleine Frettchen befreien. Falls ihr euch erinnert. Da müssen wir Geldsack irgendwie, ich glaube, 300 Edelsteine oder so geben. Das sollte doch aber passen, ne? Ja, easy. Doch, ist doch ein Drachenei. Hab ich doch richtig gesehen gehabt. Hallo Miles! Dann hätten wir hier auch alles, das ist schön. Müssen wir eigentlich, können wir jetzt dann hier lang gehen. Hi Spyro, immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger, kehrst du zum letzten Funken zurück. Dankeschön, Zoe. Aber hat sie das nicht schon mal erklärt? Da ist ein Edelstein, kommt zu Papa. Boah, was ist das für ein Huhn? Oh, das arme Huhn. Ja gut. Da ist mir trotzdem so ein Huhn lieber, anstatt die Hühner aus Zelda. Schläger der Villa, okay. Hast du denn was für mich? Danke für die Hilfe, aber ich denke, mit der Zeit hätte ich ihn besiegt. Ah, okay, aber wenn hat er sich bedankt. Machen wir doch gerne, oder? Haben wir hier noch irgendetwas? Hier keine Edelsteine? Was hast du denn zu sagen hier? Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Hallo Sanders. Oder Sanders. Okay. Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Kriegen wir von ihm noch was?
Hast du hier irgendwo Riesenhühner gesehen? Ja, eins. Das ist aber jetzt schon weg. Ja, schauen. Handbuch. Boah, 200 Edelsteine braucht. Über 200 Edelsteine. Zwei Drachen. Drei Dracheneier brauchen wir noch. Echsen. Skaten 1. Vor allem, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier noch nicht alles bekommen können. Oh. Ja, natürlich. Ich nehme mal an, dass wir hier ein... Erstmal holen wir uns eh die ganzen Edelsteine. Ich nehme mal an, dass wir hier sogar zwei Dracheneier bekommen. Vor allen Dingen, hier hast du auch keine Karte, ne? Holen wir erstmal alles auf den Boden, ne? Oh Gott. Ich glaube, mit Spyro habe ich noch nie geskatet. Ich denke mal, das wird doch relativ... schwer sein. Zumindest die zweite Mission. Du brauchst halt eine gewisse Punkte, eine gewisse Punktzahl. Ne? Aber hier Edelsteine, nein. Aber hier hatten wir doch irgendwo welche. Ja. So, hier haben wir noch einen, hier haben wir auch noch einen. Trinken, ja. So. Auch voll die trockene Kehle gehabt. Edelsteine, kommt zu Papa. Sich auch noch Edelsteine. Ich nehme mal an, da komme ich so hin, ne? Natürlich. So, und da hinten habe ich auch noch welche gesehen. Genau da hinten. Komme ich da nur mit dem Skateboard hin oder was? Da nach oben. Ah, anscheinend. Ach komm. Ich versuche es doch mal so, aber ich glaube, da komme ich wirklich nur mit dem Skateboard hin. Obwohl. Nein, fast geschafft. Okay, einmal versuche ich es noch. Ansonsten schwingen wir uns aufs Skateboard. Der ist ein bisschen höher hier, oder? Jo, der ist ein bisschen höher. Nein, ja, okay, der ist ein bisschen höher, aber der andere ist näher dran, okay? Ja, ich hab's geschafft. Okay. Schön.
Wie viele fehlen uns? Handbuch. Über 100, fast noch 100 Stück. Halt's auf. Aber dann gehen wir erstmal zu Jäger und fragen, was er oder ja, gucken, was er zu sagen hat. So, lieber Jäger, was hast du denn zu sagen? Hi Spyro, ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Ja, gerne, und du siehst übrigens scheiße aus. Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Ja, komm zu mir, wenn du ein paar Tipps vom Meister willst. Und ich habe kein Zeitlimit? Oh, das ist schön. Gut. Stück brauchten wir, ne? Okay. Okay, ich dachte, wir müssten jetzt wie hier, wie in Tony Hawk irgendwie irgendwelche Tricks oder so machen. Ah, super. Hatte ich nicht hier noch einen gesehen gehabt? Ja. Ah, die graben sich ein! Alter, geht's auf. Okay, die graben sich ein, wenn ich hier nicht drauf bin. Auf dem Skateboard, okay. Da habe ich gerade noch einen gesehen gehabt. Genau hier. Und unter mir war auch noch einer. Ja, natürlich daneben. Wo ist er denn jetzt hin? Na komm her. So, drei brauchen wir noch. Frage ist, wo sind sie? Boah, das tut weh. Also ich selbst habe früher mal ja ein bisschen geskatet, so in diesen Indoor-Spielplätzen, da hast du ja manchmal diese so eine Skatebahn. Okay, wie komme ich da oben hin? Drei fehlen uns noch, oder? Ja, eins, zwei. Frage ist, wo ist der dritte? Hier vielleicht? Da sind auf jeden Fall zwei. Die holen wir uns als allererstes. Ja, ich weiß, das tut weh, Spyro. Und ja, da habe ich ja früher mal so ein bisschen geskatet, aber so wirklich intensiv habe ich das jetzt nicht immer so verfolgt, weil ich war immer zu blöd dazu. Immer wenn ich dann geskatet habe, habe ich mich oft immer oder öfters mal richtig auf die Fresse gelegt und das ein oder andere blaue Auge gehabt. Ja. Und ein Dude fehlt uns ja noch, aber.
Ich will mal ohne Skateboard nachschauen. Irgendwo fehlt mir noch einer. Ich habe ihn gehört. Oder war das nur ein, ein Vogel oder so? Aber es hat sich voll so angehört. Das wollte ich nicht. Bin ich blöd oder so? Ich schaue gerne hier nochmal nach. Habt ihr es gehört? Mysteriös. Also hören tue ich ihn. Ich schau da vorne nochmal nach. Da ist er! Da ist er! Okay, wir haben gewonnen. Keine Ahnung, warum das jetzt so schwer war, aber ihr kennt mich doch, Leute. Hey, Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Fressen Echsen Eier? Doch Vogeleier und so, ne? Wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit abgelaufen ist, oder du stürzt, kann ich vielleicht noch ein Ei beschaffen. Aber das wird nicht einfach. Ja, wie viel Zeit habe ich? Drei Minuten habe ich nur. Ja, moin. Und ich darf nicht stürzen, das ist so lächerlich. Ich denke mal, mit ein bisschen Übung geht das auch, aber... Oh, super. Wiedersehen. Nein! Ah, schade. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Ja, ja. Schnapp sie dir, Spyro. Ich weiß schon, was ich offscreen mache. Oh Gott. Komm, fangen wir da vorne an. Jetzt ging es, komischerweise. Verdammt. Du weißt immer nie, wo diese Viecher hinlaufen. Das finde ich immer so ätzend. So, jetzt hole ich mich. Boah, jetzt kriege ich dich aber. So. Oh Gott. Verdammt!
2 Minuten haben wir noch, okay. Ich muss mich eh erstmal so ein bisschen eingewöhnen mit der Steuerung. Na, ist klar. Aber ah, verdammt. Na komm, hauen wir hier mal rein. Natürlich habe ich den nicht bekommen. Warum auch? Nein, ja, ist klar. Ah, schade. Ja, auf ein neues. Vielleicht fange ich da vorne an, oder? Die sind aber auch wirklich zum Teil schnell, also Wiedersehen. Boah. Oh ja. Verbinden wir das anders. Hätte ich hier doch noch irgendwo einen. Jawohl, das sind 9 Stück, ne? Nein! Oh Gott. Ich konzentriere mich lieber auf Skateboardfahren. Das ist, glaube ich, besser. Oh Gott. Da sind auch noch 2 Stück, okay. Gut, 11 Stück haben wir, okay. 12 Stück brauchen wir. Noch. Und zwar da oben. Ja, okay, ich weiß, wo die letzten sind. Hier ist einmal noch einer. Oh mein Gott. Leute. Okay, noch 2 Stück. Ich weiß, wo die letzten 2 sind. Aber okay. Ich muss jetzt hier mal eine Runde drehen, damit ich Anlauf kriege. Und dann holen wir uns die letzten beiden. Die sind nämlich da vorne. Hier müssen wir rauf. Zack. Komm, komm. Jawohl. Boah, das war klasse. Und guck mal, oh, da war noch ein Ei im Echsenbau. Ja, zufälligerweise. Hallo Daisy! So. Erstmal schnell weg hier. Was können wir nochmal schnell machen? Wir können nochmal schnell nach Hause, weil ich wüsste halt nicht, wenn man ihr Handbuch sieht. Hüpf zu Rapunzel. Keine Ahnung, weil ich wüsste halt jetzt nicht, wo noch der Hüpf zu Rapunzel. Das könnte wirklich der dieses Mini-Känguru sein oder diese Mini-Ratte, die wir befreien können. Das machen wir nochmal schnell und dann war es das auch schon wieder für diesen Part. Ging ja doch relativ fix um. Haben zwar nicht 100% in dem Level geschafft, aber
Wer weiß, ob das überhaupt möglich ist. Das ist ja auch mal die andere Frage. Auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, oh. Danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier raus. Auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey. Bilde ich mir das ein, oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Genau. Da vorne wollte ich noch mal schnell hin. Zack. Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila, das Känguru, eingesperrt bleibt. Ja, hier, bitteschön. Oh, Spyro, du bist so liebenswert naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein. Aber im Moment macht es mich reich. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mache ja schließlich nur meinen Job. Jawohl. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja. Ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja. Und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam, nach und nach. Tja, ich muss nach Hause, Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Dragon Friday wieder. Bis dann!